Und Spezi, ne? Liebe Gäste, im Namen des Tennisclubs Parkstar und der gesamten Vorstandschaft darf ich euch recht herzlich begrüßen zu unserem 25-jährigen Jubiläum. Besonders begrüßen möchte ich unseren ersten Bürgermeister Michael Biewald. Okay. Den zweiten Bürgermeister Armin Hofbauer. Unseren Ehrenvorsitzenden, den Konrad Greil. Den Vertreter des Bayerischen Tennisverbandes für den Bezirk Niederbayern, Herrn Luis Reber. Und dann natürlich ein besonderer Gruß an die örtlichen Vereine, die zahlreich erschienen sind und die Meldungen abgegeben haben. Herzlichen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen sind. Meine Damen und Herren, vor 25 Jahren, am 11. Juni 1988, war die Gründungsversammlung des Tennisvereins im Gasthaus Bichlmeier in Beutelsbach. Die offizielle Eröffnung der Tennisplätze mit Spielbetrieb war dann am August 1989. Da gab es einen schönen Satz von unserem damaligen Bürgermeister: Der Platz steht. Gott sei Dank freute sich der damalige Bürgermeister Hans Römer. Er bezeichnete die Anlage als eine Aufwertung für den ganzen Ort Beutelsbach. Die Einweihung der Tennisanlage mit Tennisheim war dann am 4. September 1993 durch Herrn Pfarrer Franz Kufner. Die Tennisanlage war nun komplett fertiggestellt und hatte nun auch den kirchlichen Segen bekommen. Ein kleiner Rückblick. Zu dieser Zeit konnte der Tennissport dank Steffi Graf, Boris Becker, der Tennisclub Beutelsbach konnte zeitweise zwei Damenmannschaften melden, sowie auch Herrenmannschaften, die auch sehr erfolgreich waren. Die Aufgabe der Vereine besteht darin, die Kinder und die Jugend zu fördern. Und das ist das, was wir seit ein paar Jahren auch wieder erfolgreich praktizieren. Ich möchte mich jetzt auch noch bei allen Mitgliedern des Tennisclub Beutelsbach, den Vorstandschaften der letzten 25 Jahre, für die erfolgreiche Arbeit, die sie geleistet haben, herzlich bedanken. Gäste, es ist wunderbar, bei einem 25-Jährigen so viele Leute hier zu haben auf einem Tennisplatz. Ich habe schon erwischt, ich bin immer bei 25- oder 50-Jährigen in der Nähe und ich muss sagen, so toll, wie das heute hier aufgebaut ist und so toll, wie hier die Menschen versammelt und applaudiert haben für die vielen Ehrenmitglieder, da muss ich sagen, ich mache mir keine Sorgen um den PC Beutelsbach. Ich wünsche ihm PC Beutelsbach. Jetzt glaube ich, hat er knapp 100 Mitglieder. Vielleicht, dass die nächsten Jahre noch mal 20 oder 30 dazukommen. Bitte werben Sie dafür, dann wird es alles klappen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin der Meinung, dass das ganze
Das Typ. Hallo, hast du gratuliert? Der britische Geheimdienst. Was haben wir jetzt? Wir sind die Festanschaft, die ein bisschen erweitert worden ist. Nochmal vorzustellen, dass er ohne den Wissenswert bei uns der letzten 5,5 Jahren auch ein großer Anteil an unseren Erlebnis das Team, wo ich vorher angesprochen habe, die für unsere Erfolge zur Zeit zuständig waren der letzten Jahre. Und darin bin ich auch mit der Kinderarbeit beschäftigt, kann voll beschäftigt haben. Und sehr gut. Und zack. Jawohl, super. Quiet, please. Quiet. Leise bitte. So gesagt. Der Rudi, der ist jetzt noch drauf. Du wirst schon. Was ist der Fall? Ich verstehe, wie der Rudi da oben aufgeregt hat. Nicht mehr tauge. Ich hab's jetzt voll runtergegeben lassen. Der war aus. Ich hab das nur ein Scheibrett nicht gefallen. 10, 16. Die kleinen Kindes.
Scheiße! Bravo! Bravo! Ja, und das lässt man auch bringen, gell? 40 Jahre alt! Turniers in Beutelsbach. Herr Rieber, sagen wir noch, Teilbrett-Turnier war das. Das ist Teilbrett-Turnier. Und es geht nach Bergweis, aber herzlichen Glückwunsch, sagt der TC Beutelsbach anlässlich des 25-jährigen Vereinsjubiläums. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Diana, was ist selber gemacht, weil sie es kaufen für mich. Ich habe schon gesagt, was dran muss, dass sie es kaufen. Hat sich gelohnt, dass das Kindersatz aus Bergweis, gell? Ja, super, das kriegt. Super. Guck mal, bei mir ein. Guck, da. Das Ergebnis draußen nicht ganz mitgekriegt, wie es insgesamt. Also, das Finale war das Endergebnis, also das Endergebnis 10 zu 8 und 12 zu 10. Also sehr knapp. 10, 8 und 12, 10. Genau. Also, knapper geht es nicht. Der dritte Satz war fast da. Spannender hätte es nicht sein können. Genau. Nicht mal dann, dass er weitkommt. Ja. Hey, Vorstand, du kannst das dann zeigen, deine Freunde. Muss ich erst fragen, ob ich einen Kopf heile. Und das hat auf jeden Fall zu dem Rahmen dazugehört, dass er da irgendwas ist. Und vor allem die Zählweise war so hervorragend mit den Strichen, war das von außen. Ja, also. Weil ich das immer beweisen muss, die Kinder. Ruby, ich bin das gewohnt, weil die Kinder, die machen das immer schwarz auf weiß. Und also da habe ich ja nichts zum Schreiben da, wo ich das drüber. Aber er ist schon gesagt worden, er muss unbedingt den Platzwart hier, weil auf der Platz restlos zerstört ist. Nein, ich zerstöre ihn nicht. Ich bin schon wieder sauber gemacht. Ich bin schon wieder fast gekriegt. Okay, also dann kriegst du jetzt ein Flasch und Sekt, das schaffen wir. Jawohl, okay. Genau. Ja, aber weißt du was, ich glaube, wir tun mal aus die Gase bringen, weil sonst gehen wir. Oh, da die Asung, das ist schon. Du musst ihn sauber machen.